Okay, wir können die Aufnahme wieder starten. Ihr seht mich heute mal mit Kopfhörer. Hat den Hintergrund, dass ich ja gestern so ein paar Soundprobleme hatte, irgendwie ein Wackeligen am Mikrofon oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich mich unheimlich abgehakt angehört und ich hoffe, das ist heute vorbei. Also wir starten jetzt in jedem Fall Clash of Clans. Ihr sagt mir, wie es war und dann legen wir das Video los. Ich lasse trotzdem die Kopfhörer ein bisschen auf für euch und dann gehen wir gleich ins Eingemachte. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ich, wie gesagt, aus aktuellen Anlass lasse ich einfach mal die Kopfhörer auf. Ich höre jetzt mal die Mucke. Ich höre jetzt nicht mein Gelabere, muss ich dazu sagen. Was jetzt nicht so schlimm ist, aber ich habe es mir jetzt 150.000 Mal angehört. Ich glaube, es rauscht immer noch ein ganz, ganz kleines bisschen. Das scheint mir irgendein Störfaktor in meinen elektrischen Quellen zu sein. Genau kann ich das noch nicht fassen, liebe Zuschauer. Aber ihr habt es im Titel gelesen, was kann man eigentlich machen? Damit wollte ich eigentlich gar nicht so auf Clash of Clans zu, sondern so ein bisschen auf die Situation, die wir zurzeit in Europa, Russland etc. haben. Denn jeder hat es, denke ich mal, mitbekommen, keiner kann es ignorieren. Wir haben einen Kriegszustand, den man jetzt auch nicht mehr weglesen kann oder weghören kann. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Ich gucke meistens nicht viel, sondern ich lese sehr, sehr viel und bin dort ja mehr oder weniger mehr recht oder schlecht informiert, weil man kann dieser Presse, denke ich mal, nicht immer Glauben schenken. Aber letztendlich betrifft es einen eigentlich wirklich. Ich meine, wir machen unser ganz normales Game hier. Ich habe gestern hier noch die Clanspiele gemacht, habe noch ein paar Sekunden für einen Pass. Hab noch ein paar Sekunden ist gut. Ich habe die Clanspiele noch nicht mal zu Ende gebracht. Also ich habe die 1000 Punkte nicht reingefahren. Müssen wir aber trotzdem packen hier mit dem bisschen Elixier, was wir hier noch reinfahren können. Und fragen eben mal an. Oh, war das jetzt die richtige Truppe? Weiß ich gar nicht, ob das jetzt die richtige Truppe war. Aber das iPhone hier unten sollte wieder funktionieren. Mal sehen, ob das auch schon abgedatet ist. Hier habe ich den Account eigentlich von Avatar drauf. Mal sehen, es gab, glaube ich, ein kleines Update, denn der hat so zweimal geladen. Oh, ich kriege was von Sex Pistol, danke. Verbindungsfehler, wieso kriege ich hier Verbindungsfehler? Sag mal. Ach so, bei dem ist das ja von unten, warte. Bei dem ist das alles von unten, das ist auch ein Hammer. Ich bin im richtigen WLAN. Ist schon voll? Ne, ist noch nicht voll. Haben wir den Slammer schon mal. So, jetzt gucke ich nochmal, ob ich reinkomme. Das sieht etwas besser aus. Ja, jetzt lädt er auch zweimal hier. Das ist nach wie vor so ein iPhone 7 Plus. Wollte hier keiner haben zu Hause, also nehme ich es für Clash of Clans. Und kann mir dann so ein paar Sachen spenden hier. Mit dem Account hier. So, einmal das, einmal das. Auch hier unten haben wir die Spiele eigentlich fertig. Perfekt. Aber wir haben hier einfach so getan, als wenn draußen in der Welt nichts los wäre. Und ich weiß nicht, wie ihr euch darauf vorbereitet oder halt nicht darauf vorbereitet. Wie hier kann ich euch sagen, bereiten uns da tatsächlich ein bisschen drauf vor. Denn wir haben uns schon recht früh geoutet, so nach dem Motto, wir nehmen jeden auf, der hier kommt. Und die Hütte hier ist groß genug. Wir können auch noch ein bisschen enger zusammenrücken. Wenn es denn den Leuten in jedem Fall hilft, kann man auch als Einzelner so ein bisschen was tun. Ich meine, jetzt den Kopf in den Sand stecken, die ganze Zeit nur darüber nachdenken, trifft uns jetzt ein nuklearer Krieg oder nicht, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Auch für mich, denn ich bin ja in einer Zeit groß geworden und war auch in einer Zeit bei der Bundeswehr, wo es noch so ein bisschen den Kalten Krieg gab. Und zu meiner Zeit, wo ich zur Bundeswehr gekommen bin, gab es noch die Grenze. Ja, so ist das. Zumindest noch ein Jahr oder so anderthalb. Und von daher ist man da nicht ganz so von weg. Ich habe ja auch noch eine lebende Mutter, die hat mir natürlich auch sehr, sehr viel erzählt. Jetzt gerade, weil das auch so ein bisschen hochkommt, da spielen ganz, ganz viele Faktoren so eine Rolle. So Sirenen, du siehst Leute, du weißt nicht genau, was du glauben kannst. Und also ich kann die Situation sehr, sehr schwer für mich bewerten. Und wir tun immer einfach so, als wenn hier
in dem Game hier oder überhaupt in den Spielen nichts gewesen ist, machen hier Friede, Freude, Eierkuchen. Das habe ich heute auch in einem anderen Spiel erlebt, in New World. Da gab es heute ein ganz, ganz großes Update, da gehe ich jetzt gleich auch rein. Also ich bin da nicht ganz, ganz von ab, sondern ich spiele das nach wie vor, aber ich spiele jetzt auch wieder ein bisschen vermehrt Clash of Clans. Nicht nur für euch, sondern auch ein bisschen für mich. Macht ja Bock. Liga-Woche ist vor allen Dingen. Da haben wir sowieso mal wieder ein bisschen mehr zu tun. Und wir sind 22, habe ich gesehen. Wir haben einen, der nicht mehr dabei ist. Okay. Aber wir haben auch welche, die noch dabei sind. Und von daher, ich brauche Verstärkung. Ja, das ist auch immer ein Satz. Ich brauche Verstärkung. Dann machen wir es mal billig. Warte. Er braucht Verstärkung. Dann soll er Verstärkung haben. Und von... Na, nochmal 20 Punkte bei. Okay. Von daher ist das... na, es ist... Ihr wisst schon, wie ich es meine. Ich weiß nicht, wie es euch so ergeht. Aber wir leben hier relativ normal und es wurde mir auch angekreidet heute, dass wir relativ normal leben. Im Moment kursiert hier das andere normale Leben im Haus. Also durch alle drei Stockwerke hier gibt es hier Omikron. Der eine nach einer folgt dem nächsten. Der eine ist wieder frei. Der andere ist frei getestet. Dann geht er morgens zur Schule, wird wieder rot getestet, muss zum PCR, wird rot getestet, eine Woche Quarantäne. Der Einzige, der im Moment noch safe ist, bin ich. Und da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Wenn ihr übrigens immer so meine Klamotten hier seht, das sind so meine Lieblingsklamotten, die ich immer so ein bisschen anhabe. Also es sind immer die gleichen, die stinken nicht. Ich wechsle sie ab und zu mal, aber man hat ja so ein bisschen so sein Lieblingszeug an. Gerade so abends, wenn ich hier so reinkomme, dann ist das Zimmer recht kühl und dann ist es mir ein bisschen angenehmer, wenn ich ein bisschen angezogen sitze. Naja, also was kann man machen? Mehr als anbieten, dass hier jemand hinkommt und hier Unterschlupf findet, kann man, glaube ich, erstmal nicht machen. Man kann natürlich mit zu den Demos gehen, man kann mit zu Mahnwachen gehen, je nachdem, wie man da auch ein bisschen so die Zeit findet. Ob das Ganze hilft, das weiß man halt im Moment nicht. Das kann man nur hoffen. Und wir werden sehen, wie das Ganze irgendwo, ich glaube, enden wird es nicht. Es wird nur teilweise enden. Wir haben halt jetzt eine ganz andere Situation vor uns, auch wir hier in Europa, in Deutschland. Was so unser Haushalt angeht, Ausgaben angeht. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, jetzt geben die wieder 100 Milliarden für die Bundeswehr aus und für die Armee. Vorher waren sie da knauserig und plötzlich fließen da so auf Knopfdruck 100 Milliarden. Man muss, glaube ich, erst wach werden. Man muss, glaube ich, erst wach werden, um gewisse Sachen doch nicht zu ignorieren. Das haben wir jetzt in der Pandemie gemerkt, wie abhängig wir von anderen sind, wie abhängig andere von uns sind und wie man aus Lehren lernt. Und ich glaube, das ist in vielen, vielen Bereichen so. Kann ich mir mal vorstellen. In einem Bereich ist es in jedem Fall nicht so. Die Clan-Spiele sind vorbei. Ja, ich habe es ja noch gemacht. Okay, wir können mal die Ergebnisse abrufen. Was können wir eigentlich tun? Wir können den letzten nicht mitnehmen und auch den Rest so nicht ganz wirklich. Aber wir können ein bisschen was machen. Machen wir auch. Wir nehmen hier den Trank. Wir nehmen mal das Elex. Das kann man zwar nachfarmen. Aber die Gems sind uns jetzt mal nicht ganz so wichtig. Hier nehmen wir die Gems. Hier nehmen wir den Trank. Ich habe nämlich keinen mehr. Oder ich glaube, ich habe nur noch... Ich habe halt nicht 5. Sonst könnte ich den nicht nehmen. Und hier nehmen wir die alte Rune. Die bringt immerhin 50 Juwelen. Und jetzt könnte ich natürlich auch sagen, nee, ich nehme die Rune nicht. Ich nehme die beiden Bauarbeitertränke. Ja, ich nehme die Bauarbeitertränke, denn die sind etwas mehr wert, weil sie kosten immer 280 beim Händler. Also insgesamt 560 Gems eigentlich. Deswegen ist es letztendlich die bessere Wahl, weil ich auch keine mehr habe. Ich habe alle verbraucht und ich glaube, so ist das ganz gut. Ich denke, ihr trefft eure Wahl ähnlich. Und so habe ich wenigstens so ein bisschen was abgeholt hier. Wie gesagt, in einem Tag haben wir hier die Clan-Kriegsliga und ich hoffe, dass wir sie wieder überstehen. Es gab ein optionales Update, der Schnee ist weg etc. Könnt ihr euch kurz durchlesen, war nichts Wildes. Und wir haben 70% Rabatt immer noch auf die Supertruppen. Die haben wir ja auch in Ausbildung und könnten hier noch ganz nett... Oh, guck mal, da können wir den Trank noch nehmen. 3 Tage Zeit mit den Yetis. Okay, kann man mal so machen. Das Sexpistol, das ist auch ein Geier hier, ey, meine Herren. Der fordert aber, was nur geht, ne?
Warte mal, was müssen wir hier nochmal machen? In Duellen. Ja, ich schaffe das alles. Ich mache wenigstens einen Angriff mit euch. Eigentlich ging es mir heute nur darum, mein Mikro wieder erfolgreich zu testen, sodass es wieder für euch ganz gut rüberkam oder kommt. Nicht mehr so abgehakt. Ich kann euch echt nicht sagen, woran das wirklich gelegen hat. Ich denke mal, irgendeine elektronische Störquelle ist dafür verfügbar oder ist dafür zuständig, dass das Ganze stört, und ich weiß im Moment halt noch nicht, welche es ist oder sein könnte. Mal sehen. Ich habe schon ganz, ganz viele Stecker gezogen. Klar, macht man dann ja. Aber dennoch habe ich das noch nicht ganz geblickt hier, was eigentlich Taco ist. Okay, ich habe einen von denen dabei. Oh, meine Mauerbrecher sind da gar nicht reingegangen. Okay, komm, machen wir noch. Queen ist weg. Ach komm, jetzt habe ich nur noch 3 Mauerbrecher hier. Jetzt lässt sie sich da die Luftabwehr abschießen. Warte mal. Mal sehen, ob die unter Wut da so ein bisschen eher hingehen, dass ich meine Queen noch behalte. Na komm. Ja. Geschafft. Okay, 2 Hocks kurz mal hier auf das Gebäude. Und dann können wir hier weiter reingehen. Nehmen das Ding mal nicht. Wir nehmen mal das Teil hier hinten auf die Ecke. Wir gehen mit unserem King hier ruhig hin. Ja, das können wir ruhig machen. Und nachdem das gefallen ist, können wir hier auch unseren Hybrid schicken. Würde ich mal so sagen. Nehmen den Warden von damit. Dann ist er hier nämlich mit in der Meute. Wir lassen mal unseren Champion hier noch ruhen. Der ist abgefarmt, Leute. Deswegen tue ich mich gerade so ein bisschen leicht hier. Da geht's auf den leeren Inferno. Ich kann den Champion hier ruhig mal ein bisschen schicken. Und denn wir haben hier noch reichlich Luft. So, hier müssen wir eben mal friesen. Friesen wir nochmal, dass unsere Drachen hier durchkommen. Und außen haben wir auch noch so ein bisschen was. Also, der war ein bisschen abgefarmt hier. Aber, who cares? Würde ich jetzt mal so sagen. Also, mich jetzt nicht. Den zünden wir eben mal. Hier ist, glaube ich, da ist ja wirklich alles down hier. Ah, nein! Na komm! Macht es! Die beiden Miner da. Ich vergifte das Rathaus auch noch zusätzlich. Geschafft, okay. Okay, geschafft. So, dann haben wir den Sieg reingefahren. Können die nochmal nachbauen. Und haben... Ja, wir haben in jedem Fall alle unsere Rewards, die solltet ihr auch abgeholt haben. Denn wenn ihr das Video seht heute, dann ist es wieder zu spät. Ich mache ja grundsätzlich Videos, die zu spät sind. Der hier... da kann ich nichts zu sagen. Den werde ich nicht benutzen, glaube ich. Das ist irgendwie so eine Witzfigur. Tut mir leid. Alle anderen Sachen werde ich mir rausholen, je nachdem, wie ich es gebrauchen oder nicht gebrauchen kann. Aber es ist eine ganze Masse Vorteile. Habe ich recht wenig reingefarmt. Macht mir aber nichts. Ich bin am Start, ich bin auch am Stissel, wenn die Liga wieder losgeht, auch im Clan Free-to-Play. Und mit vielen Accounts, ich denke mal so mit 2 oder 3 Accounts. Wenn ihr, also wir starten jetzt heute Abend, wenn ihr die Folge seht, warte mal, heute Abend, wenn ihr die Folge seht, ihr seht die Folge dann, 10 Stunden. Ja, ich denke mal, wir starten abends hier die Clankriegsliga so zwischen 20 und 22 Uhr, kann ich mir vorstellen, vielleicht auch ein Stündchen später. Wenn ihr in dieser Zeit hier, 2 Uhr kommt das Video raus, vielleicht entscheidet ihr euch, mit dem Rathaus 14 doch hier noch dran teilzunehmen, dann schreibt das ruhig rein in die Bewerbung. Wir nehmen euch in jedem Fall mit. Wir kriegen unsere 12er noch irgendwo anders unter und dann können wir hier vielleicht eine schöne Ligawoche spielen. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen und ich höre gerade vom iPhone von Alexander mal wieder Musik. Okay, die muss ich euch natürlich wieder rausschneiden, weil ich will hier jetzt gerade Musik hören und die haben das gefälligst zu akzeptieren.
Eigentlich sehen die das auch auf ihren Telefonen, dass ich gerade hier im Spotify bin mit unserem Familienaccount. Na egal. Vielleicht kriege ich dann. Vielleicht war es Heavy Metal Musik, was ich nicht wirklich glaube. Wenn euch die Folge ganz gut gefallen hat, ich hoffe, der Sound hat euch mal wieder ganz gut gefallen. Also, dass die Aufnahme ganz gut geworden ist, sie ist auch schon wieder, Alter. 15 Minuten gehen immer sehr, sehr schnell rum, ne? Dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und bitte, bitte, bitte am Kanal dranbleiben und schließt die Leute ein, die im Moment Leid ertragen in Europa, in der Welt. Ich weiß, es wird dafür nicht besser, aber vielleicht fürs eigene Ego, ich innere, um so ein bisschen runterzukommen, doch ganz gut. Bis dahin, euer Toto. Clasht.